Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yuku Island Express. Eine Art Flipperspiel, beziehungsweise ein Flipperspiel auf eine ganz abgefahrene Art. So, wir haben Nim gefunden, das ist der gute Mann, der hier hängt. Und der liegt ein bisschen gefangen, wie man sieht. Und das liegt daran, dass dieses große Wesen, das man hier im Hintergrund nicht sehen kann, verletzt wurde. Wir müssen jetzt die drei großen Häuptlinge suchen. Das sind diese hier. Können wir mal zurückgehen? Die gehören hier. Da müssen wir mal hin. Oben, unten, diese rosa, blauen und gelben Punkte, die man sieht rechts. So, werden wir versuchen jetzt mal anzukommen. So, es gibt verschiedene Wege, wie wir hochkommen können. Wir haben ein paar Früchte gesammelt. Mit denen können wir die Dinger hier aufmachen. So kriege ich vielleicht auch irgendwas Besonderes. Oh, guck mal hier, ein Papagei. Quack! Willkommen in deinem neuen Büro, Quack! Du hast eine neue Nachricht. Möchtest du sie dir jetzt anhören? Klar. Zeigst du das auf? Okay. Hier ist Post. Posterior Dactyl. Und wenn du das hörst, musst du der neue Postmeister sein. Glückwunsch zu deinem neuen Job in Island Express. Das Büro ist etwas chaotisch. Es ist nicht persönlich. Ich habe einfach meine Leidenschaft für den Job verloren. Weißt du? Es ist ziemlich einfach. Ich habe deinen Postsack mit dem Papagei dagelassen. Wenn du an irgendwelchen leeren Briefkästen vorbeikommst, schiebe einfach ein paar Briefe rein. Denn die Post kommt immer an und so weiter. Nicht wahr? Alles klar, toll. Also, das wäre alles. Pass gut für mich auf. Den alten Express auf. Wie schalte ich das nochmal aus? Morgen Ende der Nachricht. Okay. Du hast den Postsack. Drücke A, um Briefe in leere Briefkästen zu werfen. Okay. Dann da hoch. Ah, okay, dann wegmachen wir. Oh, hier ist nicht mehr. Okay. Hier ist ein Briefkasten. Können wir da reinwerfen? Yes! Oh, cool. Das ist doch cool. So, es gibt hier natürlich mehrere Sachen, wo wir hin können. Hallöchen, wer bist denn du? Dein Ball ist völlig außer Form. Ich würde dir anbieten zu helfen, aber da es Mokoma so schlecht geht, konnte ich nicht los, um meine Ballons nachzufüllen. Wenn du Ballonkugeln siehst, bring sie bitte zu mir. Ich versuche dann, deinen traurig ausschauenden Ball zu verbessern. Dieser Elfenbein-Look ist zwar ein Klassiker, aber viel zu einfach. Vergiss nicht, mir alle Ballonkugeln zu bringen, die du so findest. Okay, dann können wir nachher unsere Kugel auch noch so fett, ach, kommen wir da runter irgendwie? Lerne ich vielleicht nochmal zu tauchen oder sowas? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir nicht da runter. Nur gut. Einfach in die andere Richtung. Da ist ja noch was da oben. Warte hoch. Guck mal. 80 Stück haben wir leider nicht. Was ist noch? Was ist denn das da hinten? Oh. Wer ist hier denn? Hey, tut mir leid, das zu sagen zu müssen, aber zum Marktberg bekommst du momentan überhaupt nicht. Ein Felsbrocken versperrt den Weg. Der Schneckengärtner kümmert sich normalerweise um solche Dinge. Jemand sollte den Schneckengärtner rufen. Och Mann, wäre auch zu einfach gewesen, ne? Da unten ist der Schneckengärtner. Besuche den Schneckengärtner. Okay, tun wir. Warte mal, wir müssen den Anschwung geben, warte mal. Ein. Nee, warum verkehrt? Nee, das war verkehrt. Okay, ja, dann müssen wir weiter. Hier kommen wir nicht durch. Ich will mich herunterrollen. Oh, guck mal. Hier sind ein paar Briefe. Und wir müssen noch, kommen wir hier richtig hin? Da runter sollen wir, das passt doch. Da ist der Schneckengärtner da hinten, glaube ich. Okay, müssen wir mal runter? Ach Mist. Langsam. Ah! Soll möglich sein, dass ich den noch treffe.
Na gut, müssen wir hier unten links. Andere Richtung. Okay, müssen wir schnell ein bisschen aufpassen. Wo war denn der Schneckengärtner? War der nicht hier? Ach, da unten ist er. Okay, da wohnt gleich hier unten ein Loch. Oder runter kommt sie? Ich sag, warte mal. Ah, ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Ah, jetzt. Mann. So. Da müssen wir. Also, wo ist denn der Gärtner jetzt? Bin ich schon wieder zu weit weg von dem, oder? Komm ich den da? Ach, da muss ich längs. Unten längs, habe ich gesagt, oder? Was richtig? Na los! Komm mal, hier gucken wir mal rein. Und gucken wir nochmal. Guck mal, diese Affen da unten. Na gut. Okay. Da ist der Schneckengärtner. Die Schnecken sind instabil, wenn sie brünstig sind. Ein kleiner Stups und dann... Boom! Hehehe. Ich bin der Schneckengärtner. Schön, dich zu treffen, Käfer. Die Schnecken werden zu einem echten Problem. Ich würde mich selbst darum kümmern, aber... Klar, hat auch ein Problem. Alle Schneckenkontrollwerkzeuge sind in meinem Schuppen. Er ist auf der Wiese, aber der Weg dorthin ist voller Schnecken. Falls du vorhast, ins Schneckengeschäft einzusteigen, kannst du dir gerne meine Werkzeuge ausleihen. Vergiss nur nicht, auf dem Weg hinüber zur Wiese die eine oder andere Schnecke explodieren zu lassen. Oh Gott, machen wir ein kleiner Weg, ne? Erhalte die Gartengeräte. Gut, machen wir. So, gehen wir mal hier unten runter. Irgendwie. Oh nein! Ah, jetzt verliere ich hier so viele Früchte. Naja. Tür ist auf. So. Das war ja blöd. Einfach mal unten längs. Okay. Warten wir in die falsche. Getroffen? Wie dumm. Also wir müssen jetzt immer da oben rein hier. Ja, endlich. So. Und dann nicht den Weg, sondern den anderen Weg. Okay. Mist.
Ah, Mist. Ah, jetzt aber. Irgendwie Tür aufgehen da. Achso, ich muss das letzte Ding noch haben. Warte. So, jetzt geht's ja auf, die gute Tür. Komm auch da rein endlich. Eieiei. Das geht auch ab, das Ding, ne? Schön, wenn es so flüssig ist, oder? Oh, das ist ein Postkasten, da müssen wir schon was reinwerfen. Danke! Na gut, dann müssen wir erstmal den Weg gehen hier. Rüber schwimmen. Mal hier wieder hoch. Okay. Altes Hütte. Ah, guck mal. Eine Kiste mit ein bisschen Frucht und Obst. Können wir hier weiterkommen? Was ist das denn? Eine kleine Gießkanne? Wir holen das doch. So. Du hast den Schneckensauger. Halte ZL oder ZR gedrückt, wenn du in der Nähe einer Schnecke bist, um sie einzusaugen. Perfekt. Jetzt haben wir endlich die Sachen vom Gärtner. Ich muss trotzdem mal gucken, ob man da hinten bei der Kugel was machen kann. So. Nee, kann man nicht. So, wir müssen jetzt mal die nächste Schnecke finden, damit wir mal testen können, ob das auch funktioniert. Ah, okay. Nein, da wollte ich längs. Ich habe eine Schnecke dran jetzt. Ah, okay. Dann war ich auch so. Mist. Ich dachte, ich hätte eingesaugt. Wir müssen eine Schnecke wieder finden. So kriegen wir jetzt eine Schnecke her. Da ist eine jetzt okay. So haben wir. Oh. Nein. Jetzt aber. Super. Ah, okay, das ist natürlich ganz cool. Ah, Mist. Wupp. Das wird eingesaugt. Nein! Ah! Schon wieder. Oh. Was ich wohl längs müssen. Ja, okay, da oben. Wir sind da oben hochgeschossen gekommen. Ich saug den noch. Achso. Okay, jetzt weiß ich, wie es mir ist. Ich glaube, so. Na. So, einen haben wir fertig. Nächsten holen. So, jetzt kommen wir da durch. Ist ganz geil, die Schnecke einzusaugen, oder? Nein! Er ist so einfach, muss ja genau das Timing abpassen, dass er auch genau da durchkommt. So. Oh nein, doch.
Heieiei. Also ab und zu. Oh nein. Machst du denn da? Schanzen, was machst du bloß da? Eieieiei. Die meisten Leute fürchten sich vor den Schnecken, aber nicht wir Schneckenjäger. Wir sind Bastion zwischen Schnecke und der Zivilisation. Oh, und übrigens, wenn du auf dem Weg in das Dorf bist, empfehle ich dich, nach dem großen Affen links zu halten und auf den Turm zu klettern. So, wir haben jetzt hier eigentlich das alles geholt, was wir brauchten. Also wir können weiter. Und dann können wir die Schnecken beseitigen. Wir müssen ein paar Schnecken einsammeln unterwegs, damit wir es auch nutzen können. Irgendwie darüber kommen oder nicht? Na warte. Das müsste diese Pflanze da treffen, wenn das eigentlich weitergeht. Ne, geht nicht. Keine Ahnung. Funktioniert nicht so, wie ich es wollte. Hui. So, hier haben wir alles gemacht schon. Hier rüber. Rosenwasser. Da müssen wir auf jeden Fall vorbei. Kommen wir ja nur vorbei, wenn wir die Schnecken platt machen können. Ach Quatsch, ich kann da durchschwimmen? Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt ohne durchtauchen. Das geht anscheinend nicht. Und dann noch eine Etage höher. So, Schnecken holen. Ja. So. Ah, sehr gut. Wo geht's hier hin? Okay. Was hier? Ach, das sind diese Gruselinge, ne? Hilfe! Diese Gruselinge sind hinter mir her! Ich hab sie weggemacht. Da unten sind noch mehr. Ich kann sie sehen, wie sie sich bewegen. Okay, ich mach sie weg. Das waren, glaube ich, alle. So, gucken wir mal die Karte an. Mehr Ruslinge sehe ich eigentlich nicht. Also können wir wieder nach oben gehen und kurz Bescheid sagen, dass wir sie weggemacht haben. Durchforsten wir erstmal alles hier. Nö. Machen wir mal weg. Dann sagen die Bescheid, wenn wir keine Eis mehr haben wollen. Vielen Dank, dass du die Ruslinge davon gejagt hast, Käfer. Ich dachte, sie würden mich auf jeden Fall erwischen. Ihr Sonnenhasen können sie nicht ausstehen. Die Ruslinge tun so, als wären sie harmlos, aber sie führen nichts Gutes im Schilde. Ich bin froh, dass du da warst. Ich habe dieses alte Ding dort unten gefunden. Ich akzeptiere es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast den Aufspürer, Gorilla-Wälder. Nun kannst du alle Gorilla-Wälder-Weidlinge auf der Karte sehen. Ah, sehr gut. Ich will trotzdem mal runter und gucken, was da unten war. Hier drüben. Was sei das? Wüsste ich deine Hilfe wirklich zu schätzen? Ich sitze ziemlich in der Patsche. Ja, wir kommen mal zu dir gleich. Guck mal, ich kann mich bewegen. Das wusste ich jetzt nicht. Wir müssen das mal testen. Klatschen, ne? Oh. Achso. Mhm.
Muss da oben mal reinschießen, leider. Ich will das nicht hin, irgendwie. Okay. So, ist er befreit? Kann natürlich auch was anderes reißen, ne? Ah, okay. Da müssen wir noch mal ein paar Mal rein, damit das Ding da zum Leuchten bekommen. Nein! Ah, so dumm. Muss man schnell Reflexe haben. Kann ich anscheinend nicht. Yes. Ach komm, jetzt können wir die Tür da oben irgendwie aufkriegen. Ah, Mist. Und wie komme ich denn? Achso. Jetzt. Die Tür auf, jetzt können wir das ja eigentlich da oben reinschießen. Und voll daneben. War nichts, normal. Oh, er kommt. Und wir befreien ihn. Nein! Ach Mist, müssen wir nochmal machen. Warte. Ah! Müssen wir oben reinkommen? Yes, wir haben ihn frei. Und bleib hier. Danke für deine Hilfe, Käferkumpel. Erlaube mir nun, mich vorzustellen. Ich bin der wundersame Willow, ein Meistermagier. Und das Teil, das du freigemacht hast, ist der Hinweis eines Rätsels, das ich zu lösen versuche. Pass auf, bring dieses Teil zu meinem Haus im Dorf und ich weihe dich ins Mysterium an. Mein Gott, wir erfahren hier ganz schön viel über die ganzen Dorfbewohner. Ein Stück einer seltsamen Statue. Gut. Jetzt kommen wir auch hier wieder runter. Aber wir müssen anders machen. Das an. Irgendwie habe ich schon gedacht, dass ich hier irgendwas ist. Nein, 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 nein. Gucken wir nicht längs. Perfekt. Jetzt geht's unten weiter. Okay. Es sind viele Rätsel hier, ne? Und auch viele Geheimwege. Aber es macht ja Spaß. Warte, komm hier hoch, kleiner Käfermann. Was ein. Mit uns. Geht's hier links? Hui. Na gut. Shit, ich wollte ihn noch nicht töten, ich wollte ihn haben. Ja, wie kriegen wir das? Wie kriegen wir den jetzt hin? Natürlich ordentlich schießen, dass wir einmal rumkommen. So, jetzt aber.
Super. Haben wir den? Perfekt. Mist. Kurz warten. Kriegen wir auch noch. Na gut, dann müssen wir die ganzen Dinge wieder einsammeln, damit wir die Tür hier aufkriegen. Ja. Perfekt. Gehen wir nicht weg, einfach so, das ist ein Stein. Hier haben wir schon noch irgendwelche anderen Fähigkeiten, die wir nutzen können. Garantiert auch wegen Tauchen und so, ne? Okay. Oh, 30, komm mal auf. Nee, ich wollte nicht raus, wollte nur rein. Okay, ein paar haben wir befreit. Der ist auch auf. Ah, die Tür geht noch nicht auf. Die Biene ist ganz gut. Die hilft echt zwischendurch ganz gut. Nein, jetzt krieg ich ihn wieder raus. Jetzt erwischen, pass auf. Oh. Mein Affenkopf da ist auch auf. Also kann man nicht durchgehen. Es wird noch einer. Wo ist der denn geblieben? Da drin, ne? Mal reinschießen. Falsche Richtung. Kriegen wir jetzt ja. Hm? Na komm. Nein, immer gehe ich da raus, ne? Dumm. Muss doch irgendwie möglich sein. Blöd. Wollen wir mal reinkriegen, Mann? Ja, endlich. So. Das war's. Gehirn weg. Was bringt uns das? Wir müssen trotzdem irgendwie hoch nochmal. So. Anderer Weg geben. Ja, anderer Weg geben. Oh, hier holen wir uns mal den.
Okay. So, ein paar Briefe. Perfekt. Die Unders haben den Eingang zu ihrem Dorf versiegelt. Ich habe seltsames Licht durch die Risse gesehen und frage mich, was sie dort wohl verstecken. Wenn du wirklich rein willst, könntest du auch den uralten Tempeleingang benutzen. Aber ein Teil der Höhle ist überflutet und dort hineinzugehen wird also nicht einfach sein. Ja, hast recht. Oh, so eine kleine Miezekatze. Hallo Miezekatze. Tauchfische sind die besten. Meiner lässt mich immer so tief tauchen, wie ich möchte. Wenn du diese Becken erforschen willst, brauchst du einen eigenen Tauchfisch, der dir das Tauchen beibringt. Ich habe meinen aus dem verborgenen Becken auf dem Marktberg. Der Eingang ist versteckt, und zwar im Keller der alten Kirche der Weltraummönche. Gut, also ein Tauchfisch wäre nicht schlecht. Kriegen wir hin. Was bringt das aus, mein Schick? Ach, guck mal. Jetzt? Was soll ich machen hier? Ah, okay. Ah, okay. Ah, nicht schlecht. Das weiß ich nicht, wie ich diese Dinger benutzen kann. Wie geht's weiter? Ostbruchküste, so. Super paradiesisch her. Und ich glaube, genau hiermit beenden wir das Spiel auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Seid dabei, lasst ein Abo da, grüßt mich. Oder macht einfach nur ein Finger nach oben. Dankeschön. Bis dann, tschüss.